Aber ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, sondern unboxen dieses wunderschöne Ding hier mal. Ja, fühlt sich im ersten Moment auf jeden Fall irgendwie relativ plasticky an. Ich weiß nicht, hört ihr das, wenn ich das hier direkt... Ein Objektiv, was sich, naja, nur bis 2 Meter fokussieren lässt und danach, ganz egal, wie viel ich hier am Fokusring drehe, da irgendwie klemmen bleibt. Naja, was soll ich sagen, halt irgendwie nur so semi-sinnvoll. Weil ich würde schon ganz gerne Fotos machen, die auch weiter weg sind als 2 Meter. Echt jetzt, Amazon? Echt jetzt? Die zweite Lieferung dann an diesem Ort hier abzulegen und das da sicherer Ort zu nennen, das ist direkt bei uns neben dem Aufzug. Ich wohne in einem Haus, hier wohnen 56 Mietparteien drin. Natürlich lag das da nicht mehr, wenn ich einen halben Tag später nach Hause komme. Sicherer Ort, Alter. Einfach neben dem Aufzug ablegen, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hallo YouTube, ich hab Post bekommen und zwar habe ich mir mal wieder ein neues Objektiv geleistet und weil ich armer Student bin, ist es mal wieder ein sehr, sehr günstiges Objektiv, auch nicht von Original Canon oder irgendeinem anderen etablierten Drittanbieter, sondern von einer Firma geworden, die sich Mike nennt und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das hier auch entweder das erste oder zumindest eines der ersten Objektive, was diese Firma rausgebracht hat. Aber ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, sondern unboxen dieses wunderschöne Ding hier mal und gucken, warum ich mir genau dieses Objektiv gekauft habe und was ich vorhab, damit anzustellen. Und zwar ist es, wie man sehen kann, eine 85mm F1.8 eben, wie gesagt, von Mike. So, Papierkern weg. Was haben wir hier Schönes? Mike 85mm F1.8 Multicoated, was auch immer das heißen soll, keine Ahnung. Autofokus ist klar, Fullframe Prime Lens ist auch klar. 4 Canon EF Mount, denn ich habe ja mittlerweile eine Vollformatkamera von Canon, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen. Das ist die 6D Mark II, mit der ich hier filme und auch alle meine Fotos mache. Ja, und ich würde sagen, dann gucken wir doch mal rein, was sich hier drinnen so verbirgt. Was haben wir hier? Genau, das ist ein Punkt, den ich im Internet ganz viel zu diesem Objektiv gelesen habe. Hier wird ein Online-Upgrade der Firmware von dem Objektiv empfohlen. Das Objektiv hat wohl irgendwo einen Micro-USB-Anschluss, wo ich einfach ein Kabel dann ranhauen kann und die Firmware von dem Objektiv nochmal updaten kann, damit der Autofokus davon besser wird. Dazu steht hier die Erklärung, wie das gemacht wird. Das muss ich mir dann nochmal genau anschauen. So, das Objektiv selber. Ja, fühlt sich im ersten Moment auf jeden Fall irgendwie relativ plasticky an. Ist halt eine sehr günstige Linse, also ich habe knapp über 200 Euro dafür bezahlt. Das ist für eine 85mm Linse 1.8 sehr, sehr günstig. Speziell hier die Lenscap ist irgendwie, hat so ein Papierfeel. Aber es fühlt sich jetzt nicht... Okay, ja gut, der Fokusring... Ich weiß nicht, hört ihr das, wenn ich das hier direkt... Also das... Boah, das ist krass, das stört mich gerade richtig. Ansonsten fühlt sie sich gut an, ne? Hat hier auch schön mit Distanzmesser oben drauf. Dreht auch hier schön, ne? Von der Bewegung ist das schön smooth. Und das ist zwar alles Plastik, fühlt sich aber ansonsten an sich in Ordnung an. Und hat doch hier hinten zumindest einen Metallmount. Ach, hier ist auch der USB-Anschluss, da sieht man ihn einmal. Da muss ich dann nochmal nach dem Firmware-Update gucken. Ja, ansonsten nichts Spezielles. 85mm, 1.8. Umschalter zwischen Autofokus, manueller Fokus, 67mm Filtergewinde, also auch eine relativ kleine, kompakte Linse, gerade für 85mm ist, liegt das Ding doch irgendwie gut in der Hand, wird wahrscheinlich auch an der Kamera nicht allzu groß sein. Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier deutlich sieht, aber ein Objektiv, was sich, naja, nur bis 2 Meter fokussieren lässt und danach, ganz egal, wie viel ich hier am Fokusring drehe, da irgendwie klemmen bleibt, ist, naja, was soll ich sagen, halt irgendwie nur so semi-sinnvoll. Weil ich würde schon ganz gerne Fotos machen, die auch weiter weg sind als 2 Meter. Das wäre schon ganz geil. Ich fürchte,
das Ding hier geht auf direktem Wege wieder zurück, weil, naja, bis 2 Meter, das bringt mir reichlich wenig. Echt jetzt, Amazon? Echt jetzt? Okay, mal irgendwie ein Montagsmodell rausschicken, was kaputt ist. Ist okay, kann passieren. Aber die zweite Lieferung dann an diesem Ort hier abzulegen und das da sicherer Ort zu nennen, das ist direkt bei uns neben dem Aufzug. Ich wohne in einem Haus, hier wohnen 56 Mietparteien drin. Natürlich lag das da nicht mehr, wenn ich einen halben Tag später nach Hause komme. Das ist kein sicherer Ort. Zum Glück war dieses Päckchen nur 200 Euro wert und ist jetzt weg. Ich meine, mir ist das relativ egal, weil ihr schickt es mir jetzt nochmal zu. Aber wer auch immer da heute bei uns im Hausflur ein Objektiv für 200 Euro gefunden hat, congrats, du hast jetzt 200 Euro auf der Straße gefunden. Sicherer Ort, Alter. Einfach neben dem Aufzug ablegen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. So, Versuch Nummer 3. Ja, na also, das sieht doch eher sinnvoll aus. Halleluja. Jetzt muss nur noch an der Kamera funktionieren. Es ist inzwischen ein paar Tage her. Ich hatte die Möglichkeit, dieses Ding hier in einem kleinen Porträtshooting mit der wunderschönen Annie einmal ausgiebig auszutesten. Und ich kann so viel sagen, grundsätzlich funktioniert dieses Objektiv hier, zumindest für Porträts, ziemlich, ziemlich gut. Ihr hört das schon, da klingt so ein kleines Aber mit. Es gibt nämlich einen Punkt an diesem Objektiv, der gefällt mir so überhaupt gar nicht und der funktioniert auch einfach so überhaupt gar nicht. Und zwar scheint es zumindest in meiner Erfahrung heraus, vielleicht habe ich wieder ein Montagsmodell gekriegt, was einfach nicht funktioniert, ich weiß es nicht, aber zumindest mit diesem speziellen Objektiv hier gibt es so einen gewissen Fokusbereich, wo das Ding einfach nicht scharf wird. Bei einer Fokussierung auf unendlich gab es überhaupt keine Probleme, das Ding ist jetzt hier auf Blende 8. Ja, jetzt nicht das Allerschärfste, was ich jemals gesehen habe, aber im Grunde völlig ausreichend. Gut, wenn man an die Ränder guckt, dann sieht man, ja, an den Rändern lässt die Schärfe schon deutlich nach, aber das ist voll in Ordnung, damit kann ich leben. Wenn wir das ganze Ding aber mal im Porträtbereich einsetzen und nicht in den Porträtbereich wirklich ganz nah ans Gesicht rangehen, sondern mehr so einen Ganzkörpershot machen wollen, dann wird's schwer, denn ich hab's nicht haargenau ausgemessen, aber so circa bei 4-5 Metern hat dieses Objektiv hier einfach unglaubliche Probleme, den Fokus zu finden. Schaut euch mal dieses Bild hier an. Ich habe definitiv ganz bewusst aufs Gesicht fokussiert. Der Fokus ist aber sowas von überhaupt nicht auf dem Gesicht, sondern ich würde schätzen knapp 50 cm vorher, wie man hier an dem Geländer sehr schön sehen kann. Ich habe es ja vorhin im Video schon erwähnt, es gibt offiziell von Meike ein Software-Update, was man überhaupt erst auf die Linse draufspielen muss, damit der Fokus zumindest mit der Canon 6D Mark II überhaupt funktioniert. Also ja, man kann schon irgendwie fokussieren, aber ohne dieses Software-Update findet die Kamera überhaupt gar keinen Fokus. Deswegen, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann noch ein zweites Software-Update von Meike geben wird, wo sie auch den Fehler noch fixen. Aber bis dahin ist diese Linse hier bei so 4-5 Metern Distanz leider einfach völlig unbrauchbar. Ja, okay, wenn man sich die Bilder so im Ganzen anguckt, dann könnte man sagen, das druckt sich scharf, das sieht am Ende auch keiner. Ich werde die Bilder jetzt wahrscheinlich auch so auf Instagram posten. Ja, aber es ist halt einfach nicht scharf. Und da macht leider tatsächlich auch die Blende keinen Unterschied. Also auf 1,8 ist es nicht scharf und auch wenn ich auf 4 abblende, ist es immer noch nicht scharf. Wahrscheinlich müsste ich da dann auf, keine Ahnung, Blende 8 oder 10 oder was weiß ich runtergehen, damit tatsächlich der Tiefenschärfebereich auch wirklich groß genug ist, dass das ausgeglichen wird, dass es halt nicht richtig fokussiert, aber also, da brauchst du auch keine Porträts mehr machen auf so einer Blende. Geht man dann allerdings etwas näher ran, dann wird dieses Ding hier auf einmal für seine 200 Euro ein richtiges Biest. Denn ganz ehrlich, so ab, keine Ahnung, schätzungsweise 2 Metern, ist dieses Ding hier knackenscharf. Und das sind wirklich richtig, richtig, richtig gute Fotos geworden, mit denen ich absolut zufrieden bin. Speziell, wenn man dann wirklich nah rangeht und dann quasi nur noch das Gesicht drauf hat. Das ist, ui, nice. Hier merkt man dann allerdings einen deutlichen Unterschied zwischen der Blende. Wenn man das mal vergleicht, dann ist das Bild mit Blende 4 im Vergleich zu dem Bild mit Blende 1,8 doch nochmal eine ganze Ecke schärfer.
Aber das Bouquet ist mit 1,8 halt einfach. Also, wenn man sich die Bilder mal in groß nochmal nebeneinander anschaut, ich finde das auf 1,8 schon wesentlich geiler, auch wenn das auf Blende 4 einfach definitiv deutlich schärfer ist. In dem Sinne, Fazit zu diesem Ding hier und ob ich dafür wirklich eine Kaufempfehlung aussprechen soll oder nicht. Es ist halt ein China-Nachbau und das merkt man. Ja, 200 Euro für ein 85mm Objektiv mit einer 1,8er Blende sind extrem günstig. Da kann man einfach nichts anderes sagen. Und es gibt ja durchaus einen Einsatzzweck für dieses Objektiv. Für Porträts, die relativ nah dran sind, ist das Ding der Hammer. Für alles, was weiter weg ist, ja, kann man diskutieren. Ich habe es jetzt noch nicht wirklich für Landschaftsfotografie eingesetzt, bis auf diesen einen Shot, den ihr da gerade eben gesehen habt. Der ist scharf, aber... ja, In dem Sinne, wenn ihr wirklich sehr on a budget seid und definitiv nicht viel Geld ausgeben könnt, dann go for it. Für Porträts, Wahnsinn. Wenn ihr auch einfach ein paar Monate sparen könntet und euch vielleicht was anderes holen könntet, dann holt euch vielleicht eher eine andere Linse. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich habe auch schon Besseres gesehen. In dem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich einmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Drama mit, ja, China-Objektiven und Amazon. War alles ein bisschen spannend, aber ich habe jetzt eine Linse, mit der ich zumindest geile Porträts machen kann. Wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, mir beim Leiden zuzugucken, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr da unten diesen roten Knopf da grau macht, um in Zukunft auch dran zu bleiben und nicht zu verpassen, wenn hier krasse neue Videos kommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.